Die Song waren die ersten, die Geld auf Papier druckten. Und das war auch dringend notwendig. Durch den florierenden Handel waren ihre Reichtümer so enorm angewachsen, dass Chinas Finanzwirtschaft kaum hinterherkam. Es gab nicht genügend Metall, um die ganzen Münzen zu prägen. Man wurde einfach zu schnell reich. Das ging so weit, dass die Herrscher ihre Untertanen dazu auffordern mussten, das Geld nicht mehr unter der Matratze zu horten. Stattdessen sollte man seine Ersparnisse lieber in Unternehmen investieren. Mit Hilfe der Kleinanleger wurde die Dynastie der Song zu einem ökonomischen Powerhouse. Zumindest bis die Mongolen kamen. Hallo, mein Name ist Marty und heute dreht sich alles um eine Dynastie, von der viele Akademiker behaupten würden, dass sie die erste frühneuzeitliche Ökonomie der Welt begründeten. Die Regierungszeit der Song war für die Zeit besonders fortschrittlich. Während der Rest der Welt die Blütezeit des Feudalismus erfuhr, veränderten sich in China die alten Machtverhältnisse. Es begann eine Zeit der Leistungsgesellschaft. Von 960 bis zum Zeitpunkt der mongolischen Invasion im Jahre 1127 ereignete sich das Zeitalter der Song. Zwar besaßen auch sie ein autokratisches Regierungssystem, das von einer riesigen Bürokratie lebte, doch die Unterschiede machten sich bemerkbar. Am deutlichsten zeigten sie sich in den veränderten Machtstrukturen. Der Staat zog sich beispielsweise immer stärker aus den Angelegenheiten des Marktes zurück. Zwar existierten noch immer viele staatliche Wirtschaftsmonopole, doch auch der Einzelne wurde bei seiner Unternehmensgründung gefördert. Durch intensive Planungen und landwirtschaftliche Programme verhalf man der Agrarindustrie zu neuen Höhenflügen. Während viele Farmer zwar Pächter ihrer Parzellen blieben, durften diejenigen, die ehrgeizig und mutig genug waren, die wilden Landschaften außerhalb der Grenzen kultivieren. Waren sie bei dem Versuch erfolgreich, so durften sie sich nun Besitzer ihres eigenen Stückes Land nennen. Der einzige Haken an dieser Sache: dieses wilde Land war dabei meistens in der Nähe von unüberquerbaren Flüssen und überschwemmten Mooren. Was man brauchte, waren also neue, effektivere Ausrüstungen. Und die kamen in Form von stärkeren Pflügen mit stählernen Schaufeln, die den harten Boden aufreißen konnten. Man erfand neue Reiskulturen, die sehr viel früher im Jahr angepflanzt werden konnten. Somit fiel die Ernte sehr viel ertragreicher aus und konnte mehr Familien ernähren. Doch nicht allein die Vergrößerung der Anbauflächen trug zum neuen Nahrungsüberschuss bei. Man nutzte nun auch verstärkt die Kraft des Düngers. In seinem Buch der Agrikultur betonte der begabte Chen Pu die überragende Wirkung der Scheiße halt. Durch ihre Nutzung konnte die Landwirtschaft eine besonders reichhaltige und fruchtbare Ernte erzielen. Daneben waren die Song auch besonders eifrige Holzfäller. Ganze Waldregionen wurden zur Sättigung ihrer fortschrittlichen Hochöfen gefällt. Es war stellenweise so verheerend, dass viele Historiker davon ausgehen, dass wenn China nicht die Kohle entdeckt hätte, es so brach läge wie die mongolische Steppe. In der Zeit der Song wuchs die Bevölkerung zu einer nie dagewesenen Größe an. Dank der damaligen Zählungen wissen wir heute, dass sich ihre Population am Ende der Dynastie auf über 200 Millionen verdoppelt hatte. Doch nicht alles drehte sich allein um harte Arbeit. Die Song waren ebenso bewundernswerte Lebenskünstler und legten besonderen Wert auf das soziale Miteinander. Jede größere Stadt hatte ihr eigenes Vergnügungsviertel mit Restaurants, Puppenspielern, Schlangenbeschwörern und natürlich jede Menge Prostituierten. Jeder war zudem in irgendeiner Form Mitglied eines Clubs, denn vom Bogenschießen bis zum Zen wurde alles angeboten, was die Freizeit so hergab. Während der durchschnittliche Arbeiter rund 100 Wen am Tag verdiente, fast fünfmal so viel wie der damalige Mindestlohn, war die Herrschaft der Song auch eine Zeit der Emanzipation. Zwar stand die Frau immer noch an zweiter Stelle hinter dem Mann, doch die Märkte eröffneten ihr neue Möglichkeiten der Betätigung. Schon sehr bald waren Frauen die Besitzer ihrer eigenen Geschäfte. Was noch in der Zeit des Konfuzianismus unmöglich erschien, wurde nun durch die Song-Dynastie ermöglicht. Neben der Tatsache, dass Frauen nun Eigentumsrechte und soziale Privilegien erhielten, waren die Song für zahlreiche Sozialprogramme verantwortlich. Von der Sozialhilfe bis zum Altenheim, über Kliniken bis zu den kommunalen Friedhöfen, wo jeder einen Platz fand, der es sich leisten konnte, wurde das alltägliche Leben verbessert. Bereits in der Anfangsphase der Song versuchte es Kanzler Fa Changyan, die Attraktivität des Staatsdienstes durch zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten und ein größeres Gehalt zu steigern. Sein Nachfolger Wang Anqi erhöhte zudem die Standards der Eingangsexamen. Die Anwärter sollten allein durch ihre Fähigkeiten bestehen. All dies war Teil der sogenannten neuen Politik, die den Hof von nun an in die alte Garde der Konservativen und die progressiven Newcomer spalten würde. Man kann nicht verleugnen, dass der Staatsdienst noch immer von familiären Verbindungen und Aristokraten durchdrungen war, doch langsam öffnete sich der Dienst für gewöhnlichere Menschen. Als ein gewaltsamer Aufstand der Liao im Norden Chinas von vereinten Kräften der Yuchen und der Song blutig unterdrückt wurde, schien die Gefahr für einen Moment gebannt. Doch die Yuchen erkannten, wie geschwächt die Song aus diesen Gefechten herausgingen. Prompt nahmen die Yuchen, die sich selbst einmal von den Liao abgespaltet hatten,
die Gelegenheit wahr und riefen ihre eigene Nation aus, den Staat Yin. Damit begannen die Yin-Song-Kriege von 1125 bis 1127. Während einer kurzen Waffenruhe waren die Song dazu gezwungen, ihre Hauptstadt in den Süden nach Lin'an zu verlegen. Denn der Konflikt brach kurze Zeit später wieder aus und würde sich noch Jahre hinziehen. Das zwang die Song dazu, nun auch ihre Militärtechnologien voranzutreiben. 1132 schufen sie Chinas erste stehende Marine. Die neue Flotte war mit neuartigen Trebuchet-Katapulten ausgerüstet, die explodierende Geschosse auf ihre Gegner abfeuern konnten. Es war nun möglich, dass 3000 Song-Soldaten bei einer Schlacht auf dem Yangtze im Jahre 1161 ein 70.000 Mann starkes Heer der Yin entscheidend schlugen. Noch immer beherrschten zwar Armbrustschützen das Schlachtfeld, doch die Song hatten ein weiteres Ass im Ärmel. Ihre Fußsoldaten schossen nun brennende Lanzen ab, die beim Aufschlag explodierten. Also eine Art Mischung aus Flammenwerfer und Handgranate. Dagegen kämpften die Yin noch immer mit Stöcken und Steinen und waren der neuen Technologie schutzlos ausgeliefert. Natürlich dauerte es nicht lange, bis die Yin diese Techniken mit Hilfe des Wujing Zhong Yao kopierten. Das Wujing Zhong Yao war das erste militärische Schulbuch, welches detaillierte Formeln zum Herstellen von Schießpulver enthielt. Die wirtschaftliche und militärische Macht der Song führte die Dynastie zu großen Reichtümern und zog Reisende aus den fernsten Ländern an. Alle waren davon beeindruckt, wozu sich China entwickelt hatte. Der berühmte Seefahrer und Abenteurer Ibn Battuta sprach in seinen Aufzeichnungen von üppig ausgestatteten Schiffen, die schier unzählige Seeleute in großen Salons beherbergten. Zitat: Unter den Bewohnern Chinas gibt es so manchen, der zahlreiche Schiffe besitzt. Auf diesen segeln ihre Vertreter in ferne Länder. Nirgendwo auf der Welt findet man Menschen, die reicher sind als die Chinesen, schrieb er. Um 1205 vereinigte Genghis Khan die mongolischen Stämme der Xiwei und der türkischen Steppe. Auf seinen Raubzügen plünderte er das nördliche China, Korea und die muslimischen Kalifate im Mittleren Osten. Innerhalb weniger Jahrzehnte formten die Mongolen das größte zusammenhängende Reich, das die Welt bis dahin gesehen hat. Es war schließlich Genghis Khans Nachfolger Kublai Khan, der einige Jahrzehnte später die neue Dynastie der Yuan im Jahre 1271 gründete. Für das erste und einzige Mal in Chinas Geschichte regierten Fremde das Land. Die Mongolen brachten so manche Neuheit mit sich. Lustigerweise den Roman. Lebensnahe Literatur wurde nun voller Begeisterung in der allgemeinen Volkssprache geschrieben. Vielleicht, weil die Karotte, welche nun zur allgemeinen Ernährung gehörte und die Sehkraft verbessert, die Schriftsteller im Dunkeln besser schreiben ließ. Das Wurzelgemüse wurde jetzt aus den mongolischen Kalifaten des Mittleren Ostens bis in den chinesischen Osten importiert. Im Großen und Ganzen war die Yuan-Periode jedoch ein deutlicher Rückschritt für Chinas Gesellschaft. Zwar führten die Khane die ambitiösen Infrastrukturprogramme der Song und der Tang fort, doch die chinesische Wirtschaft schrumpfte unter ihrer Herrschaft deutlich zusammen. Die mongolische Herrschaft kehrte zurück zum Feudalismus und das zu einem Zeitpunkt, als Chinas Wirtschaft schon fast zum freien Markt geworden war. Für Unternehmer und Grundbesitzer war es wie ein Schritt zurück in das dunkle Zeitalter. China hatte unter den Song ihren Höhepunkt erreicht und fiel unter den Yuan wieder weit zurück. Die Chinesen, die in mongolischen Außenposten den Widerstand der lokalen Bevölkerung bekämpfen sollten, erkannten Parallelen zu dem, was in ihrem eigenen Heimatland vor sich ging. Hier wie dort war es ein Akt des Kolonialismus. Der Untergang der Yuan wurde jedoch nicht allein durch die Unzufriedenheit der Bevölkerung ausgelöst. Vielmehr zerstörten schließlich natürliche Katastrophen den Frieden des Landes. Schlechte Ernten führten zu massenhaften Hungersnöten, die in dieser Größe seit der Tang-Dynastie nicht mehr aufgetreten waren. Sie waren der Katalysator für die Wucht des chinesischen Widerstandes. Die Dynastie der Song brachte auch bedeutende Erfindungen hervor. Über die bahnbrechende Erfindung von Papier- und Druckerpresse könnt ihr mehr erfahren, indem ihr einfach hier oben hinklickt. Die Song haben durch ihre neuen Taktiken und Innovationen im Seekrieg auf sich aufmerksam gemacht. Vor allem ihre mächtigen Schiffe waren entscheidend für den Sieg auf den großen Flüssen Chinas. Doch hätten sie nicht lieber genauso viel in die Verteidigung der nördlichen Grenzregionen investiert? Die Erfahrung der Geschichte hätte sie eigentlich daran erinnern sollen, dass genau dort der militärische Schwachpunkt des Reiches lag. Hatte nicht die Tang-Dynastie genau dort ihren eigenen Niedergang erfahren? Lasst uns eure Gedanken und Meinungen wissen. Wie immer, vergesst nicht einfach Geschichte zu abonnieren für weitere interessante Einblicke in Chinas Vergangenheit und in andere Epochen. Und ich sage, bis dann.